Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. So, Welcome aboard, Captain. Ja, wir schweißen unsere Seemotte, wollte ich gerade sagen. Moment, wo ist das Schweißgerät? Da. Dahin. So. Das Ding erstmal reparieren. Ach, wir haben es gerade Dienstagmorgen, 6:30 und ich mache jetzt vor der Arbeit zwei Let's Plays schnell, weil ich dann gestern Abend doch keine Zeit mehr hatte und heute Abend werde ich nämlich ins Kino gehen und mir Warcraft angucken und ich bin mal gespannt, wie der Film so wird. So, wir brauchen was zu essen. Und brauchen Medipack. Das können wir uns direkt mal genehmigen hier. So. Oh, da schwimmt wieder ein Stalker drin rum. Den holen wir mal raus. Will keine Stalker mehr im Aquarium. Achso, was zu essen machen wollte ich mir schnell. So. Ach. Spatenfische sind genug da. Nehmen wir uns mal zwei Spatenfische raus. Aus unserem Frischfutter-Aquarium. Dann sind noch zwei da. Okay, dann können die sich da weiter vermehren. Wie der da hin und her wackelt. Super. So. Einmal. Zweimal. Und rein in den hohlen Schacht. Jo. Können wir eigentlich auch den Stalker essen? So, dann holen wir uns noch ein Wasser. Das packen wir mal hier in den Wasserschrank. So, und achso, das Titan könnten wir noch schnell umwandeln. Dann haben wir das auch erledigt. Zusammenbekommen für die MS Jones. So, das sind ja 5 Barren brauchen wir. Können wir uns die hier direkt rausnehmen wieder. Und dann holen wir uns noch das Lithium dazu. So, dann müssten wir doch eigentlich Plaststahlbarren herstellen können. Na, sag ich doch. Sehr schön. Davon brauchen wir nämlich 5 Stück und wir brauchen dieses emaillierte Glas. Und für emailliertes Glas brauchen wir Pirscherzähne. Und da habe ich auch schon eine Idee. Das ist mir nämlich jetzt mal sozusagen über Nacht eingefallen. So, den Stalker lassen wir gleich frei. Den nehmen wir mal gerade mit, aber den lassen wir gleich frei. Muss das denn jetzt schon wieder Nacht werden? Oh, ist doch nicht dein Ernst, oder? So, guck mal hier. Hier ist nämlich Schrott. So. Und jetzt habe ich Idiot das Schweißgerät weggeschmissen. So, und der Pirscher nimmt sich nämlich jetzt den Schrott und zack, lässt er nämlich einen Zahn fallen. Wie ist sie weg hier? So, hör auf, meine Seemotte anzugreifen. Geh da unten mit dem Metall spielen. So, schnapp dir das Metall. Und zack, fällt da nämlich wieder ein Zahn runter. Haha. So, jetzt geht er sich das nochmal holen. Und diesmal hat er keinen Zahn verloren. Na komm, wo ist er denn jetzt hin?
Wo ist er denn jetzt hin? Da vorne. Sag mal, hast du's bald? So, wir gehen mal kurz dahin. So, schnappen wir uns mal den Zahn. Der ist aber auch aggressiv. Hör mal, Junge, dafür, dass ich dich großgezogen habe, bist du mir gegenüber aber ganz schön feindselig eingestellt. So, jetzt hat er wieder einen Zahn verloren. Das ist sehr schön. Stalker-Zähne besorgen. Wobei ich sagen muss, er nervt langsam. Mit seinen ständigen Angriffen. Da, schon wieder ein Zähnchen verloren. Ich nehme mal das Metall mit. So, suchen wir uns mal einen anderen Platz. Ja, jetzt ist aber gut. Wir brauchen sowieso noch Metall. Hier liegt doch zum Beispiel noch was. So. Naja, die Stalker spielen halt immer mit dem Metallschrott und verlieren dabei ihre Zähnchen. Das können wir uns natürlich so zunutze machen. So. Na komm, da. So. Ein anderes grünes Biom. Ach, hier ist schon wieder die Strahlung. Na hier, da fahren wir hier hin. Hier ist super. So, da sind auch schon Stalker. Sehr schön. So, Kollege, jetzt pass mal auf. Oh, ey. Hör mal. Zack. Und einen Zahn verloren. Haha. Edge. So, jetzt schnappt ihr da den Schrott auch noch. Und dann könntest du bitte noch einen Zahn verlieren. Und dann ist gut. Oh, guck mal, da sind jetzt drei Stück. Lieber Mann, jetzt ganz schön was los. Die sich da bekibbeln um das Stück Blech. Unglaublich. Schleppen die das denn alles hin? So, jetzt liegt das Teil hier. Wollen wir doch mal schauen, wenn sich das gleich einer holt. Dann müsste doch eigentlich noch ein Zähnchen bei rausspringen.
Aha. Da ist es doch. Sehr schön. Zwei Zähne sogar. Ja. So, schnell hier hin. Einmal. Wo ist der zweite Zahn? Da unten. So, nichts wie raus hier. Juhu, das war schon knapp, das da. Wie viel haben wir denn? 7 Stück, das reicht. Das reicht für das emaillierte Glas. So. Sehr gut. So, das hat sich schon gelohnt. Das war auch viel einfacher, als einfach da rumzutauchen und diese Zähne so zu suchen. Huch. Das war doch so viel einfacher. Können wir mal schauen, ob wir hier noch irgendwo ein bisschen Metall finden oder so. Vielleicht liegt ja hier noch zufälligerweise was rum. Hier ist noch Quarz, auch gut. Ach da. So. Da ist noch ein bisschen Schrott. Nur noch mehr hier rum. Wie viel Platz ist denn noch? Nur ein Stück Blech wird noch passen. Nehmen wir das da. So. Prima. Und dann ab nach Hause. Und dann können wir auch mal schauen, was uns noch fehlt für die MS Jones. Viel kann es ja jetzt nicht mehr sein. So, wir brauchen auf jeden Fall mal. Und wir können das Titan schnell umwandeln, dann sind wir das schon mal los. So, dann packen wir das auch direkt mal weg. So, dann brauchen wir Glas. Ich glaube 5. Und daraus machen wir jetzt emailliertes Glas. Genau, Hirscherzahn und einmal Glas ergibt emailliertes Glas. Noch da rein. So, mal gerade mal schauen. Hier sind die Barren drin. 5 Barren, 5 emailliertes Glas, einen erweiterten Kabelsatz und ich meine, Schmierstoff war das noch. Da hätten wir einmal Schmierstoff. Und hieraus müssten wir auch nochmal Schmierstoff bekommen. Ich glaube, das war's dann. 5 Barren, Kabelsatz, 2-mal Schmierstoff, 5-mal emailliertes Glas. Ich glaube, das war's. Mal gerade mal nachschauen gehen. Oder ob uns da jetzt doch noch was fehlt. Ach, und selbst wenn. Alles halb so wild. Ne, das war's. Ja dann, gib ihm. Da ist er.
die MS Jones. Oh. Platsch. Sehr schön. Nicht zu weit absinken. Nicht zu weit absinken, bitte. Welcome aboard, Captain. So. So, und mittlerweile soll man auch hier die Schränke benutzen können. Ja, cool. Die kann man tatsächlich benutzen. Das ist ja cool. Das ist ja genial. Denn dann würde ich ja mal sagen, kann man denn auch hier... Warte mal, können wir denn hier... Kann man denn jetzt hier auch zufälligerweise noch... Ah, das geht. Ja, sehr schön. Also hier kann man auch Sachen hinbauen. Denn wenn wir schon mal hier die Schränke haben... dann können wir natürlich uns auch hier unten... Weil hier hängt später die Seemotte drin. Kann man denn hier auch was hinbauen? Tatsache. ja gut, muss man natürlich nicht. Aber wir können natürlich hier die Schränke benutzen und dann können wir uns auch hier den Fabricator hinhängen und sowas. Dann braucht man nicht immer noch die Leiter hoch. So. Nur mal ein bisschen da oben. Zack. Und dann, ja, sehr schön. Können wir auch hier direkt mal noch den Namen vergeben. MS Jones. Blood nutrient levels decreasing. Intake recommended. Jo. So, den hier machen wir mal hier so neongrün. Und den Streifen. Vielleicht so. Knallerot. Können wir uns ja mal anschauen, wie das aussieht. Kann man denn hier sonst noch was machen jetzt? Hier, was ist denn das hier? Innenbeleuchtung. Oh, cool. Ja, cool. Cool, cool, cool. Achte mal. Hier können wir auch jetzt zumachen. Oder ging das vorher schon? Weiß ich gar nicht. So, warte mal. Da sind wir. Das ist ja nett. Es wäre natürlich genial, wenn man das dimmen könnte, das Licht, ne? Wenn man das irgendwo stoppen könnte. Das wäre der Hammer. Aber, ja gut, halb so wild. So, aber wir haben endlich wieder eine MS Jones. Sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz nach drinnen. Und schauen mal, ob wir uns noch mal irgendwas zu essen machen können. Ob wir hier noch was haben. So. Den mal schnell genehmigen. Gleitfisch könnten wir futtern. Davon haben wir gerade drei. Und einen Boomerang. So. Die essen wir jetzt mal. Die packen wir mal hier in den Kramschrank rein. So, und dann haben wir doch schon wieder was geschafft. Sehr schön, wir haben endlich wieder einen Miss Jones. Das finde ich ganz toll. Und ich überlege, ob wir das Aquarium hier noch einen Raum höher bauen sollten. Hat irgendjemand... Hat, glaube ich, auch im Kommentar geschrieben, in ein Aquarium passen 10 Fische. Kann das sein? Irgendjemand hat, glaube ich, sowas geschrieben. Ich weiß es nicht mehr. Wir können uns ja gerade spaßeshalber
mal. Ach, hier den Scannerraum wollten wir auch mal machen. Dann können wir ja vielleicht in der nächsten Folge mit der Miss Jones Magnetit suchen gehen. Damit wir mal das Wärmekraftwerk bauen können. Wäre doch ein Plan. Ich nehme mal gerade noch ein bisschen Titan. Und na, setzen wir da noch einen Raum drauf. Meine Stimme versagt gerade, warum auch immer. Ich glaube, ich werde krank. Wäre nicht schön. So. Mein Gott. So, sehr schön. Da können wir hier noch ein Aquarium draufsetzen. Also wir brauchen ein bisschen eine Leiter, brauchen wir noch Titan und dann brauchen wir ein bisschen Glas. 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 Hier die Leiter nach oben, die wir wahrscheinlich nie mehr benutzen werden. Die Bombe kommt dann hier hin. Zack. Dann können wir hier noch ein Aquarium draufsetzen. Und dann haben die Fischis mehr Platz. Schwupp. So, dann können die hier hochschwimmen. Die Kollegen. Sehr gut. Klasse. So, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge begeben wir uns dann mit der Miss Jones auf Tour und versuchen mal Magnetit an Land zu ziehen. Dann können wir nämlich hier auch mal das Wärmekraftwerk hinstellen und dann haben wir auch kein Energieproblem mehr in der Nacht. Beziehungsweise wenn wir hier die Seemotte andocken. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.